die Innenverteidiger alle vorne im 16er sind. Da kommt gar nicht der Ball im Tor! Ja! Und es ist der Kapitän, Marco Kerovic! Na endlich! Im fünften Anlauf, die fünfte Ecke kommt wirklich scharf und gefährlich in den 5-Meter-Raum. Und da ist es dann unser Capitano Marco Kerovic, der hier die Uhren auf 1 zu 0 stellt, beziehungsweise das Ergebnis auf 1 zu 0 stellt. Also, Rot-Weiß Essen gegen Borussia Mönchengladbach, 1 zu 0. Die 57. Spielminute nutzt es dann. Nichts gegen eine Wiederholung. Ich würde die Szene gerne nochmal sehen. Ja, richtig, genau. Ja, ihr merkt, auch wir werden entspannter. Kommt, kommt. Ähnlich. Der Leute, ja, wir haben es doch gesagt. Es kann doch so einfach sein. Innerhalb von 2 Minuten durch 2 Ecken, 2 Tore von Marco K. Gomez. Der Capitano ist es, der hier heute im Alleingang dafür sorgt, dass die Weichen auf Sieg gestellt werden. Und so haben wir jetzt mittlerweile in der 59. Minute das 2:0 für unsere Roten. Super geil, so kann es gerne weitergehen. Ich habe da eine. Vorsichtiger an. Das ist ja seine Position. Würde mich nicht wundern, wenn er den direkt verbringt. Andersrum haben wir mit Baxter natürlich jetzt noch einen guten Kopfballspieler da vorne drin. Schauen wir mal. Jetzt der Ball freigegeben. Versucht er tatsächlich drin! Mit Ansage von Diani. Nicht schlecht, Herr Specht. Was für Mode! Er hat genau oben den Anlauf gehört. Und dann kriegt er eine Dusche an der Feldermann. Das RWE-Urgestein mit einem, ja, wie ich finde, mehr als sehenswerten Treffer hier. Aus dieser Position, genau oben links in den Giebel. Würde mich nicht wundern, wenn der ein oder andere.